So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator 2019. Ich hoffe, jetzt soll ich es durch. Ich hatte vorhin gerade aufgenommen und da gab es kleine Probleme daran mit der Aufnahmesache. Wir wollen auch mal hier, glaube ich, um was anderes tanzen. Ölrettich, Gras. Wir wollen hier bloß Weizen setzen. Bin ich am überlegen, was machen Weizen. Jetzt geht es uns zu wie viel los. Gerade eben hatte ich größere Probleme gehabt. Weizen ist einfach ganz klar. Da war's. Da. Hatte ich kleinere Probleme. Und zwar die Aufnahme wollte nicht beenden. Jetzt bin ich gespannt, ob die Aufnahme jetzt beendet wurde oder nicht. Deswegen das Spiel kurz komplett geschlossen. Warum auch nicht. Und wir werden uns jetzt wieder ein Pferdchen schnappen. Gucken wir mal, Falken. Ne, Falken haben wir schon durchgeritten. Jetzt kommt hier Silver. Summer musste ich natürlich dadurch auch abbrechen. Also Summer hat auch jetzt nicht voll durchtrainierte Beine, sonst irgendwas. Aber alles gut. Wir werden jetzt hier runter zum Ritterfeld rein. Ich will hier immer in die Jago-Perspektive gehen. Blum, 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 blum. Aber geht leider nicht beim Pferd. Wer hätte es gedacht? Ich jedenfalls nicht. Obwohl ich das Spiel da unten spiele. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehe oder nicht. Ich möchte am liebsten nur noch Landwirtschaftssimulator bringen. Weil es für mich mehr Spaß macht als alles andere mit. Vielleicht komplett tauschen, die ganze Woche durchgehend Landwirtschaftssimulator und dann am Wochenende eben World of Tanks, World of Warship und World of Plants. Und natürlich so durchziehen. Muss natürlich gucken, wie ich das dann durchziehe, wie ich das mache. Bisher kommen ja auch noch kein Video, was ich dieses Jahr vorhabe oder sowas. Wahrscheinlich wird auch der Kanal dieses Jahr nicht mehr ganz überleben. Ich weiß es echt nicht, was hier, wie es hier ausläuft, was hier passiert und was hier noch ist. Und ja, es ist eben keine leichte Entscheidung dieses Jahr. Es ist einfach so. Das ist auch ein Scheibenwischer. Hm? Nee. So, ja klar, P war einkaufen. Dann nicht Peibenwischer. Gut. Das ist ein Insider-Witz. Wer ihn kapiert, kann ja mal drunter schreiben. Peibenwischer. Vielleicht gebe ich einfach auch nochmal auf den Euro-Truck-Simulator. Ich weiß es nie. Also im Moment bin ich so ein bisschen, keine Ahnung, unterwegs. Was passiert eigentlich, wenn ich gegen Pferd fahre? Was? Dass ich nicht langsam fahre? Das Pferd packt sie einfach lang. Okay, zu wissen. Ich habe dieses Jahr wohl andere Sachen noch in Planung. Wie und wo und ob. Das passiert, weiß kein Schwein. Das steht natürlich alles in den Sternen, genauso das gleiche wie alles andere. Hilfe, ha. Okay, keiner von uns. Ach hier, dadurch, dass ich bestimmt gerade durchgeritten bin. Kein Problem. Genau, wir wollten noch ein bisschen Preisevergleich machen. Ich wollte nämlich noch gucken, wie teuer eigentlich so ein Silage-Ding ist und womit man Silage eigentlich nochmal macht. Also das habe ich auch komplett vergessen. Platziere eure Objekte, Silos. Ja gut, Silo hier, Fahrsilo. 25. Das reicht uns vollkommen aus, so ein 25er oder so. Und Häckselgut kommt rein, wie es aussieht. Können wir ja
gleich nochmal gucken. Das ist so die wunderschöne Zeit, man kann das hier wunderschön jetzt nutzen. Für was will man das nächste machen? Gucken wir mal. Seen, Flügel, Stroh, erweiterte Kenntnisse, Stroh, Silage. Ah, ist sogar Gras kann auch rein. Mhm. Das heißt, wenn wir aus dem Feld sogar ein ganzes Grasfeld machen. Das wäre jetzt vorbei. Das ist jetzt doch schon ziemlich viel. Ich hätte mal Gras draus machen können. Hat der überhaupt Gras dabei? Kann man Gras damit ansehen? Das ist doch Gras hier, oder? Ist das hier Gras? Das? Ist das jetzt Gras? Ich gehe einfach mal davon aus, dass es Gras ist. Hier ist es nicht dabei. Hier müssen wir uns was einfallen lassen. Okay, dann wenn wir... Wenn das Gras ist, nehmen wir das Gras. Oh, wir müssen das mal kurz anfangen zu sehen. Können wir ja mal gucken, ob das Gras ist. Gut, das reicht schon vollkommen zu. Oh, scheint das was chronisch zu sein, oder? Doch, das ist Gras. Ja, dann... Lieber Helfer. Mach mal hier Gras draus. Nee, stopp. Die Spur ist schon. Das wird nämlich dann alles ein bisschen. Ist ja gleich schon wieder voll. Ist er jetzt so fertig geritten hier? Oh, 66%. Ach, können wir nochmal runterreiten. Komm, das ist kein großes Problem. Reiten wir nochmal runter. Da kann man nämlich Silage anfangen. Braucht man zwar noch mehr Geld beiseite zu legen, aber das ist ein kleines Problem, glaube ich mal. Das wird mir jetzt auch nicht so sehr wehtun. Was wir jetzt vielleicht den Kredit haben, wir da hätten wir da noch welchen offen? Nee. Sieht mal komplett aus. Okay. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt irgendwas, wo wir langsam wieder Geld verdienen. Ja gut, wir haben ja noch was da und wir können auch noch was wegbauen. Das ist jetzt nicht das Schmerzvollste. Trotzdem wollen wir das okay. Und da die offene Clay ja vorbei ist, bin ich mal gespannt, ob es diesmal klappt. Ich komme mir schon. Dann würde ich sagen, laden wir noch ganz schnell ab und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Das heißt dann auch, dass wir danach noch immer fahren lassen können und danach das Zeug hier wegfahren müssen. Sein. Bis zum nächsten Mal. Zack, dann ins Wort. Ciao, ciao.